Hallo Bienenfreunde, dieses Volk Nummer 8 habt ihr in den letzten Videos gesehen, das musste ein bisschen unterstützt werden. Die habe ich herausgefunden, dass dieses Volk, die standen vorher beide an einem anderen Platz, bevor ich sie hergebracht habe. Und im Zuge dessen habe ich festgestellt, dass das Volk hier ganz leicht ist. Das waren beides Ableger, noch im Juli. Und habe dann festgestellt, dass dieses Volk übervoll ist mit Futter und in dem Volk nichts mehr drin war. Habt ihr in den Videos gesehen, habe es euch gezeigt. Gleich eine Notfütterung eingeleitet. Habe auch dann gleich einen Bienenkorridor ran gemacht, den sie gut im Griff haben. Weil der Zugang musste natürlich reglementiert werden, ist ja ganz klar. Und dann haben sie sich recht gut erholt. Hab vor 4 Tagen hier drin die Königin gesehen, Brut, Stifte und Futter, weil ich habe über die Futterzarge reingegeben. Das Futter war auch okay. Soll ich jetzt mal kurz reinschauen? Da fehlen noch ein paar Waben, 2, 3 Waben fehlen da noch. Und das möchte ich gern ergänzen. Und dachte ich mir, nehme ich euch mit, wenn ihr die anderen Videos zum Volk Nummer 8 gesehen habt, warum nicht auch das? Weil das ist ja aufbauend auf den anderen Videos. Schau mal rein. Ob ich den Bienenkorridor noch drin lasse oder ob ich ihn schon wieder rausnehmen kann, das wird mir das Volk jetzt eben zeigen. Weiß ich nicht. Er kann auch drin bleiben. Ich brauche nicht so dringend. Ich habe noch ein paar andere Korridore. Wer wissen möchte, wo man so Bienenkorridore herbekommt, in der Videobeschreibung unten ist ein Link zum Imkerzentrum Eimelding. Da bekommt er sie her. Und ich mache auch hier nochmal einen Link ins Video rein. Aber schauen wir uns das an. Ich habe noch die Futterzarge drauf, weil die müssen immer noch ein Stück weiter aufgefüttert werden. Das reicht noch nicht. Vor allen Dingen sollen die auch auf 2 Zargen erweitert werden irgendwann. Na, so schlecht sieht das nicht aus. Die scheinen mir heute ein bisschen nervös, aber das Wetter ist auch entsprechend. Wir haben so ein bisschen gewittrige Stimmung und das ist nur Futter. Ja, hänge ich mal nach außen und der Königin was Gutes zu tun. Muss so rum. Auch leer. Na gut, eine zweite Zarge ist noch nicht erforderlich, also da ist schon Brut und Futter. Die sollten das Futter nicht so dicht um die Brut einlagern. Da sind auch ein paar Maden drin. Sehe ich auch Stifte. Nein, Stifte sehe ich jetzt hier so nicht. Hier auch. Aber hier sehe ich auch nur jüngste Maden, aber keine Stifte. Also verdeckelte Brut, jüngste Maden. Aber Stifte habe ich jetzt so ad hoc nicht gesehen. Dafür sehe ich hier Stifte. Gut gestiftet. Das Volk ist noch zu klein. Oh, da ist sie ja, da läuft sie. Madame, nervöses Tierchen. Na gut, wenn es die Bienen akzeptieren können, ich kann es auch. Gut, alles gesehen. Mehr brauche ich nicht sehen.
Jetzt packe ich hier noch eine, zwei Waben noch rein. Ja. Die Bienen brauchen Kompensationsfläche. Ja, so ist gut. Okay. Bienchen. So. Also, der Ableger macht sich gut. Es ist mir noch zu riskant. Ich lasse den Bienenkorridor noch drin. Volksstärke noch nicht gewaltig. Die Bienen haben, obwohl sie links und rechts genug Waben noch hätten, wo sie das Futter einlagern könnten, haben sie es doch recht brutnestnahe und ums Brutnest drum reingelegt. Das heißt, die Königin dadurch natürlich auch wieder eingeschränkt in der Legetätigkeit. Es entwickelt sich etwas langsamer. Ich muss da auch vorsichtig füttern. Deswegen bekommen sie jetzt im Augenblick auch gar kein Futter, dass sich das ein bisschen ausgleicht. Meine Idee ist, wenn ich hier eine zweite Zarge aufsetze, aber es ist noch zu früh, wenn ich eine zweite Zarge aufsetze, dass sie das Futter oben einlagern und unten doch ein bisschen mehr freilassen für die Königin. Weil die hat mir jetzt anscheinend zu wenig Platz. Die braucht ein bisschen mehr Platz. Okay, das zu dem Volk. Ich habe da aber noch was anderes. Was habe ich denn hier? Ja, ja, da kann ich mit euch noch hingehen. Und zwar dieses Volk hier. Ja. Dieses Volk, da habe ich keine Brut gefunden. Letztes Mal beim Nachsehen. Und auf der Waage sind verdächtige Bewegungen. Obwohl man jetzt, ich habe mir schon das Flugloch angesehen, ich mache mal vom Stativ runter, obwohl man jetzt am Flugloch so nichts großartig Verdächtiges erkennen kann, also hier ist keine Räuberei erkennbar, das ist alles ruhig, alles voll kontrolliert. Gut, ich könnte jetzt das Flugloch hier von 3 Bienenbreite auf 1 Bienenbreite auch zumachen. Mache ich gleich mal ein bisschen weiter zu. Ja, komm, 1 Bienenbreite reicht. Das reicht für dieses Volk erstmal, dass die sich ein bisschen besser fangen können. Weil, wie gesagt, ich habe da gewichtsmäßig Ungereimtheiten gefunden. Da will ich jetzt nur mal kurz reinschauen. Und vor allen Dingen werde ich hier eine Weißelprobe reinhängen. Von einem anderen Volk. Mache ich jetzt einfach mal. Wenn es auch riskant ist, jetzt im Augenblick, weil ganz schnell Räuberei ausgelöst werden kann, werde ich jetzt hier erstmal eine Wabe rausnehmen, dass ich Platz habe, um eine Weißelprobe, also eine andere Wabe aus einem anderen Volk einzuhängen. Nach leer aus, oh, da ist Futter drin, das ist schwierig. Hier ist auch Futter drin. Also wenn ich eine Futterwabe rausnehme und beiseite stelle draußen, das geht auf jeden Fall schief. Da müsste vielleicht unten ein bisschen was drin sein. An Wabenmaterial. Na, die haben schon Gewicht drin. Muss mich natürlich gut beeilen, klar. Ja, nee, da ist auch Futter drin. Hier auch. Ach Mädels, warum macht ihr denn hier unten Futter rein? Auch. Ja, die ist leer. Das ist gut. Die kann ich rausnehmen. Dafür nehme ich mir eine von den oberen Futterwaben.
hänge die hier rein. Als Ersatz. So. Ja, die sind schon wieder am Heulen. Da ist, so wie es aussieht, keine Königin da. Das mache ich schnell nochmal zu. Dass sie keinen Stress bekommen mit anderen Bienen. Und hol mir eine Wabe. Mal schauen, ob ich die hier so einen 12er Volk nehmen kann, wenn ich hier am Flug noch schaue. Das sieht manierlich und ruhig aus alles. Mich irritiert ein bisschen, dass ich keinen Pollenflug sehe, also Polleneintrag. Muss aber jetzt nicht unbedingt was zu bedeuten haben. Ist nur ein ganz kurzer Moment. Gerade vorhin habe ich ein Bienchen mit Springkrautstreifen auf dem Rücken hier reinfliegen sehen. Schaue ich einfach mal, was geht. So, auch hier erstmal die Futterzarge weg. Und normalerweise muss die Brut unten sitzen, wenn es Brut gibt. Wäre schön. Also Futter haben sie auf jeden Fall hier oben drin. Haben sie ein schönes Gewicht. Ja. Ich sehe jetzt bis jetzt noch keine Brutzellen. Mal schauen. Ah doch, hier sehe ich ja. Hier sehe ich jetzt. Mal die ein bisschen beiseite räumen. Ah, hier sind glaube ich auch schon drauf, wenn ich das richtig sehe. Hier nicht, hier ist Pollen. Ah, hier ist Brot. Gut. Offene Brot. Ja, offene Brot ist auch da. Direkt nochmal anschauen. Hier Rundnaden haben wir auch. Jetzt ist es natürlich sehr dunkel auf der Wabe. Also ich sehe es nicht, vielleicht seht ihr. Ich sehe keine kleinen Rundmaden, also ich sehe nur ältere. Ich fahre mal da ein bisschen kreuz und quer, vielleicht seht ihr was, ich weiß es nicht. Ist halt sehr dunkel, der Zellboden, man kann kaum was erkennen. Also hier sind auf jeden Fall Rundmaden, aber schon etwas ältere. Sieht man es auf der Kamera? Weiß ich gar nicht. Also im Original sehe ich es. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht. Aber die scheinen mir zu alt. Und hier haben wir auch nichts.
Sollte man vielleicht doch eine andere nehmen. Das offene Brot, das geschlossene. Ein Bienchen kommt raus. Ja. Ja, das sieht besser aus. Ah ja, viel besser. Viel besser. Dann kann man die Wabe wieder reinsetzen. Hier habe ich sie. Jetzt habe ich die Wabe gesucht, nicht mehr gefunden. So, Adele. Mädels, Köpfe weg. So ist gut. Brav. Hier auch. Köpfe einziehen. So. Jetzt habe ich eine Brutwabe mit offener und geschlossener Brut. Und hier offene Brut. Ich hoffe, man sieht das. Ich fahre da mal ein bisschen hin und her. Kreuz und quer, hoch und runter. Das ist eine prima Weißelprobe für das Volk. Und das kommt jetzt rein. Jetzt abstellen. Keine Biene mehr drauf. Nee, keine Fremdbiene mehr drauf. Passt. Na komm, das machen wir. Doch, mach ich gerade hier außen hin. Aber hier ist noch ein bisschen ein Wabenkiller. So. Dürfen die behalten. Nein, ich mache die in die Mitte rein. Mir gefällt das nicht außen. Wenn schon, dann in die Mitte. In der Mitte ist man immer gut aufgehoben. Sagt man so. So, jetzt bekommt ihr eine Brutwabe und dann sehe ich in ein paar Tagen, hoppala. In ein paar Tagen sehe ich, was die draus gemacht haben, ob die was draus gemacht haben. Wenn sie nichts draus gemacht haben, dann suche ich intensivst die Kiste durch. Noch ist es kein Drohnenbrüter, aber wenn es hier nichts passiert, dann kann es zu einem werden, wenn keine Königin da ist. So, wertvolles Propolis.
So, jetzt habe ich in einem Aufwasch drei Völker kontrolliert. Das Achtervolk mit zwei Waben erweitert. Habe gesehen, dass dem Volk gut geht. Die Königin haben wir gesehen zusammen. Brut ist da, passt alles. Der Bienenkorridor bleibt noch drin. Hier könnte ich jetzt auch einen Bienenkorridor reinmachen. Eigentlich, aber das Volk hat noch eine gewisse Volksstärke. Und deswegen habe ich es auf eine einzige Biene eingeschränkt, das Flugloch. Ich habe einen Korridor dabei, also wenn das nicht funktioniert hätte, wenn ich jetzt gesehen hätte am Flugloch, dass da ein bisschen Schwierigkeiten sein könnten, dann hätte ich jetzt im gleichen Zug noch einen Bienenkorridor reingetan. Jetzt probiere ich es einfach mal, ob das denen passt. Mit einem Flugloch, also mit einer Biene breit, das Flugloch. Und da sehen wir. Na, Brut habe ich nicht gefunden, letztes Mal beim Durchsehen. Die Futtermenge, siehst du, das habe ich noch nicht gemacht, ich habe noch nicht gewogen, aber doch habe ich ja eben, als ich abgesetzt habe, fällt mir gerade wieder ein, die haben Futter drin, also die Waage hat da ein bisschen was anderes angezeigt, ein bisschen hoch und runter, was mich jetzt etwas stutzig gemacht hatte. Also ich habe das Volk hier jetzt gehandelt, das zweite Volk, habe beim Volk, wo ich eine Brutwabe rausgenommen habe, gesehen, dass dem Volk gut geht, dass das Volk stark genug ist, könnte ich sogar noch einen Ableger rausziehen von der Stärke her, dass die Brut gut ist, dass sie gut aufgebaut ist, das ganze Zeug. Also ich habe jetzt in einem Rutsch drei Völker bearbeitet bzw. kontrolliert. So läuft es. So macht es auch Spaß. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Und mal sehen, vielleicht sehen wir uns auch im nächsten Bienenvideo.